Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel, wir sind zurück bei Super Meat Boy und wir sind immer noch in diesem Level hier, ja. Wir sind einfach ein bisschen am Hängen und Ich habe im letzten Part mir über die Schwangerschaft geredet und ich würde das gerne noch ein wenig weiter ausführen, ganz kurz nur. Wie gesagt, ich finde es einfach krass, weil du merkst einfach, ich bin in einem Alter, wo man aufpassen sollte mit dem Bienchen und dem Blümchen. Das ist... Man denkt da ja auch nicht immer so dran, ne? Ich gehe jetzt nicht durch die Welt und denke, boah, pass auf, ey. Aber man muss wirklich aufpassen, da kann jeder Schuss ein Treffer sein, wenn du Pech hast. Aber verhüten die nicht? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich in jeder Situation verhüten würde. Aber die Frage ist ja auch immer, keine Ahnung. Dann zu sagen, die Frau nimmt doch bestimmt die Pille oder so, oder selbst wenn sie die Pille nimmt, man sollte ja trotzdem noch vielleicht mit einem Kondom verhüten, oder? Es wäre vielleicht schlauer. Also sowas macht mir mal ein bisschen Angst, wenn ich sowas sehe, dass Leute in meinem... Keine Ahnung. So. Und bitte. Ja. Und danke. Danke. Das hätte ich auch noch im letzten Part schaffen können. Naja, egal. WTF? Was zum... Ach so. Das habe ich gar nicht wahrgenommen. Vielleicht kann ich hier irgendwie... Ins Haus kann ich nicht, aber aufs Haus. Da ist ein Schlüssel. Okay. Okay. Nein, oh. Diese scheiß Dinger hier, boah, diese scheiß, Nein! Oh. Das ist schwierig. Scheiße. Das ist extremst schwierig. Danke. Ja. Wo war ich? Habe ich gerade irgendwas gesagt? Bestimmt. Nein. Ja. Es ist halt einfach immer wieder so. Es macht mir Angst. Ja. Deswegen, Leute. Passt auf, was ihr tut. Außer ihr fühlt euch gewappnet. Dann natürlich immer rein mit der Kanone. Mit der Kanone. Aber, ne? Ihr versteht mich schon. Okay, vielleicht echt einfach ganz schnell durch. Das Level lenkt mich gerade einfach ein bisschen ab. Hinten klappt es nicht mehr. Vorne kann ich einfach durchspringen, aber hinten nicht mehr. Naja. Ansonsten, ich bin ja bei DiviMove gepartnert und wir haben so eine Facebook-Gruppe, ne? Und, also ich bin jetzt in dieser Facebook-Gruppe, da war ich ganz lange auch nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Ach, scheiße. Ja, auf jeden Fall haben wir so, DiviMove so eine Facebook-Gruppe. Und da hat letztens einer reingeschrieben, hey, hallo. Habt ihr Ideen, was ich spielen könnte? Oder Let's Playen könnte, so, bla bla bla. So. Und dann kam der Kommentar irgendwann, spiel doch einfach... Ich weiß gar nicht, wie die da drauf gekommen sind, aber irgendwann hieß es auf einmal von dem Typen, Ach, genau. Es war so, dass die gesagt haben, ja, spiel doch einfach irgendwas aus deiner Kindheit, keine Ahnung, mach dies und mach das, mach jenes, Und er hat dann gesagt, ja, ich weiß auch nicht, blö. Und dann hat irgendeiner gesagt, ja, warum Let's Plays denn überhaupt, wenn du nicht mehr weißt, was du Let's Playen sollst. Und dann hat der geantwortet, ganz trocken, so als wäre es selbstverständlich. Ja, was soll man denn sonst auf YouTube machen, was halbwegs erfolgreich ist, außer... Nee, was soll man denn sonst... Ich könnte auch einfach hier oben drüber. Ja, ich weiß nicht, ob das so wirklich Sinn macht. Ja, auf jeden Fall hat er gesagt, ja, was soll man denn sonst auf YouTube machen, womit man noch halbwegs erfolgreich sein kann? Naja, Junge, was ist denn da los mit dir, ey? Und sowas in der Divi, also keine Ahnung, ich weiß, das Partnernetzwerk ist dafür da, um Geld zu verdienen, aber wenn ich das Partnernetzwerk wäre, ich würde erstmal sagen, hallo Kollege,
sowas, ich will doch nicht, dass ich so repräsentiert werde, oder? Klar machen wir das alle hier, weil wir da auch gerne, weil wir da, nein, wir verdienen alle eine Mark daran und das will ich mir auch nicht mehr nehmen lassen und, ne, das finde ich sehr schön, aber man macht das ja auch trotzdem, weil man irgendwie, ja, einfach weil man, irgendwie dieses Medium Let's Play auch ganz gut findet. Ich meine, man macht das jetzt nicht, wenn man es nicht irgendwie auch, wenn man damit auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise Spaß verbinden würde. Wenn ich jetzt lieber Videos schneide und so Vlogs mir zusammenschneide oder so, dann mache ich ja nicht Let's Plays, nur weil sie erfolgreicher sind. Dann kann ich auch sowas auf YouTube machen. Und ich würde ja auch nie irgendwas auf YouTube machen, wenn ich nicht so prinzipiell gerne sowas auf YouTube einfach sowas machen würde. Hä? Ich weiß nicht, ob ihr gerade versteht, was ich sagen will, aber keine Ahnung, das hat mich ein wenig erschrocken. Das so. Ich will doch nicht, dass ich so repräsentiert werde von meinen gepartnerten Kanälen, keine Ahnung. Ich fand das grenzwertig. Also wirklich grenzwertig. Außerdem ist es halt so eine Sache, ne? Kann man mit. Gut, der Typ ist gepartnert und er verdient Geld anscheinend. Ich weiß, wie gesagt, nicht die. Das Ding ist ja, in der Facebook-Gruppe sind alle mit ihren echten Namen angemeldet. Dann hast du auch immer Bilder dabei. Da denkst du dir manchmal so, ey, WTF. Das ist wieder sehr oberflächlich und gemein. Und das denkt sich wahrscheinlich bei mir auch jeder. Also von daher, ne, so. Aber das ist so echt so. Ja, keine Ahnung. So einer, wo ich sagen würde, ja. Keine Ahnung. Das ist gemein von mir, ich weiß. Es ist, ja, es ist gerade. Es ist halt einfach so ein Gedanke. Jetzt müsstet ihr das Video sehen oder müsstet ihr sagen, ich bin entweder ein gemeiner Typ oder ihr würdet verstehen, was ich meine. Aber ist egal. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Also erstmal die Aussage, das ist ja das Einzige, womit man noch Erfolg haben kann, finde ich, finde ich nicht richtig. Ich glaube, man kann mit allem noch Erfolg haben. Mit einem Beauty-Kanal, mit einem Pflegekanal, mit einem Hair-Tutorial-Kanal, mit einem Minecraft-Kanal, mit einem Let's Play-Kanal, mit einem Nintendo-Kanal, mit einem Vlog-Kanal, mit einem Format-Kanal, mit Filmemacher-Kanal. Egal was es gibt, mit ich bin der Herrscher der Weltkanal, egal was man macht, ich glaube, man kann mit allem noch erfolgreich sein. Das Wichtigste ist einfach, dass man halt einfach irgendwie auch, dass man halt einfach etwas transportiert und Spaß an der Sache hat und Leute begeistern kann. Das ist alles, es ist egal, was du machst und irgendwann findest du auch überall deine paar Leute und wie gesagt, ob das dann wirklich was Größeres wird, das liegt sowieso nicht in deiner Hand und ja, das wird bei den wenigsten, also da kannst du eh nie von ausgehen. Von daher, keine Ahnung, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, boah Junge, was machst du hier, verpiss dich ey, lösch deinen Kanal und geh, weiß ich nicht ey. Was ist denn das für eine Aussage? Das ist das Einzige, womit man noch halbwegs erfolgreich sein kann. Warum machst du denn dann Let's Plays? Ey, die würde ich gerne mal sehen. Nee, also nur aus so einer Motivation heraus glaube ich nicht, dass sowas wirklich gut geht. Ja, das wird auf jeden Fall ein A+. Oh, immerhin habe ich den zweiten Schlüssel. Ich denke nicht, dass es ein A+ wird. Das ist ein A+. Yes, 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 yes. Joa. Ich hoffe, da gab es kein Pflaster in dem Level und keine Portalzone. Ich gucke es mir aber nochmal an. Boah, 35 Sekunden hatte man. Das war dann aber doch viel. Ja, da war ich sehr gut. Ist ja krass, wie nur er da so weit kommt. Wie lange ich gebraucht habe. Oh nee, ich glaube, da oben war da oben ein Portal. Wir wiederholen das Level noch einmal, weil ich noch einmal ganz kurz hier aufs Haus möchte. Einfach nur zur Vorsicht. Ne, hier ist nichts. Nein, da ist nichts. Nein, nein, nein. Also ich habe nichts gesehen. Falls ihr was seht, ich gucke gerade mal in die Fenster. Ich glaube nicht.
glaube nicht, dass hier irgendwo was versteckt ist. Also ich sehe nichts. Nein, das wollte ich nicht. Zurück zur Karte. So, wir kommen sehr schleppend voran, aber es ist auch wirklich schwierig. Ist auch wirklich schwierig. Und wahrscheinlich müsste ich ein wenig besser meine... What the fuck? Oh, fuck. Wahrscheinlich müsste ich auch ein bisschen meine verschiedenen Charaktere besser einsetzen. Vielleicht fehlen mir auch einfach ein paar Charaktere. Wo muss ich denn hin, wenn ich diesen Schlüssel habe? Ich muss da irgendwie an die Wand kommen erstmal. Das ist das Wichtigste. Schade. Also ich werde ja wahrscheinlich den Schlüssel auf jeden Fall brauchen. Schade. So, das ist... Ich gucke mich erstmal um. Ich meine, der Weg nach oben ist jetzt nicht ganz so schwierig. Ah, okay. Ich muss... Wo muss ich denn dann hin? Das, man sieht es nicht, oder? Kann es sein, das scrollt das dann auch nach unten? Oder wie läuft das? Ich weiß es nicht. Naja. Ich weiß nicht. Ich meine, wie gesagt, es ist natürlich schön, wenn man mit diesen ganzen Dingen Geld verdienen kann und so, aber man sollte oder Erfolg haben kann. Es ist ja auch nicht immer nur das Geld, was einen irgendwie zufrieden macht oder so, was einen ja auch irgendwie ein bisschen Zufriedenheit oder gibt, wenn man zum Beispiel viele Kommentare in einem Monat schafft oder auch Daumen hoch können Zufriedenheit geben, ja. Ne? Es ist einfach so der Zuspruch, der Erfolg allgemein, wenn man sieht, ey, ich habe den besten Zuwachs aller Zeiten und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die können dich echt, echt sehr zufrieden machen in dem, was du hier auf YouTube machst und so. Und einfach indem du halt erfolgreich bist. Es kann dir sehr viel geben, sehr viel positive Energie auch für andere Sachen und so weiter. Wenn du siehst, die Leute finden deine Sachen gut, du kriegst Feedback und so weiter, Lob. Es ist immer was Schönes. Ich denke, das ist auch so ein Ding, was dazu kommt. Aber ja, so eine Aussage, die entbehrt mir jeglicher Grundlage. Das heißt ja im Prinzip, er macht das alles nur, weil, ja, habe eigentlich keinen Bock darauf, aber damit kann man ja noch erfolgreich sein. Wirklich, ey, das ist so. Wenn ich der Zuschauer von ihm wäre, so, ich würde mir verarscht vorkommen. Keine Ahnung, ob er das so auch nach außen trägt vor seinen Zuschauern, aber das kann doch niemand mögen. In der Diskussion kam halt so, es hat sich halt nicht so angehört, als ob der wirklich dann auch Spaß an den Sachen hat, die er da macht. Und ich weiß nicht, ey, es ist wieder so. Da lernt man die Leute dann doch wieder... Na, man lernt die Leute gar nicht kennen. Das ist... Man ist ja zwar mit Echtnamen, weil... Ich kann auch sein, dass da ein, zwei Leute mit ihrem Kanalnamen sind, aber viele halt mit ihrem Echtnamen bei Facebook in der Gruppe. Und obwohl es halt der Echtname ist, ist es extremst anonym, weil ich weiß von keinem, wessen Kanal das da ist. Nur wenn das mal gepostet wird irgendwie. Das machen auch manche, die posten da, wenn sie streamen oder so. Und sich da rüberspringen, wahrscheinlich. Wow, Hilfe! Nein, das habe ich nicht realisiert, wo ich da hin muss. Oh, diese Gravitationssache, ne, die mag ich nicht so gerne, weil ich da nicht so den richtigen... Ich habe nicht so das Gefühl, dass ich das beeinflussen kann. Oder, also doch. Natürlich habe ich das Gefühl, dass ich das beeinflussen kann. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich wirklich Herr der Lage bin. Nicht Herr der Ringe, Herr der... Ja. Entschuldigung. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Herr der Lage bin. Ja. Manchmal schon, aber meistens nicht. Meistens habe ich nicht das Gefühl, dass ich Herr der Lage bin. So. Und hier hochzukommen ist schwierig, ey. An dieser, ich überlege immer, ob ich da so einen Rechts-Links-Sprung machen soll, aber ich glaube nicht. Also ich meine, da ist ja ein bisschen... Ja, so halt irgendwie. Ja, doch, so ist es viel einfacher.
Nein! Die Level sind auch so weitläufig, ey. So, was heißt, ja, weitläufig vielleicht nicht, aber lang. Schade, 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 schade. Dup, 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 dup. Na, schade. Also ich mache YouTube. Ich habe ja mit YouTube angefangen tatsächlich, als es noch nicht, als man nicht wusste, dass man damit Geld verdienen kann. Das ist vielleicht auch eine kleine Ausrede, die man sich vielleicht immer so ein bisschen vorschiebt, so von wegen, ich wusste das denn nicht. Aber es ist tatsächlich so. Was viele ja nicht wissen oder nicht so richtig wissen, ist, dass ich ja schon mal eine Let's Player, also ich hatte schon mal einen Kanal und habe da schon mal Let's Played und da ist ein Pflaster. Ah, Potzblitz. Wie kommst du denn dahin? Nein, nein, das Pflaster will ich natürlich gerne ins Ziel bringen. Ist nur gerade die Frage, wie genau, aber ich habe schon eine Idee. Von hier dann wieder hier hin? Nein. Schade. Ah, ey, man schafft einfach nichts in so einem Part, weil es echt schwierig wird momentan. Ja, aber das ist halt ein Meat Boy Let's Play. Was wollen wir erwarten? Es kommen auch wieder Level, wo man dann einfacher durchkommt mit Sicherheit. Mit Sicherheit, ja. Wenn man dann. Das ist ja auch Dark World, ja. Das ist ja quasi nochmal die schwere. Ja. Ich wollte eigentlich die schwere oder die schwierige sagen, aber irgendwie konnte ich mich nicht entscheiden. Das ist ja auch wieder irgendwie die schwierige Variante von allem und von daher passt das schon. Wenn wir hier halt einfach ein bisschen länger brauchen. Wer keinen Spaß daran hat, der kann es ja wegschalten. Naja. Aber ja, ich habe ja, was viele nicht wissen, ich hatte schon mal einen Kanal und ich habe schon relativ früh schon angefangen. Wenn ich damals durchgezogen hätte, dann wäre ich jetzt schon altes Eisen fast. Aber habe ich leider nicht. Da musste ich dann auch nochmal pausieren und so. Und hatte das Problem schon immer, dass ich immer so in Pausen komme und so, weil ich einfach nicht so ein beständiger Typ bin im Moment. Aber. Oder so allgemein, aber. Ja, daran muss man halt auch arbeiten, ne? Ich meine, das ist halt einfach auch dann die Entwicklung, die ich als YouTuber auch. Man reift halt auch als Mensch noch irgendwie und immer und. Ja, so. So ist es halt. Das ist hier halt nicht nur Show und so, sondern da steht halt ein Mensch hinter und den kann ich nicht verbergen. Aber das will ich auch eigentlich gar nicht. Deswegen ist eigentlich alles. Ich bin sehr zufrieden. Ja doch, im Grunde bin ich sehr zufrieden. Es kann alles immer besser oder schlechter sein und man muss sich mit dem, was man irgendwie schafft und so, damit muss man sich arrangieren und halt einfach daran arbeiten, dass man es immer und immer besser schafft. Ja. Ich denke, das ist so das Ding. So, der Part ist jetzt schon wieder relativ lang, glaube ich. Ich würde einfach gerne. Warum mache ich das jetzt? Ich würde einfach gerne dieses Level abschließen. Ich meine, das ist ja gar nicht so schwierig. Das ist wieder so eine dumme Aussage, ne? Das ist nicht so schwierig, du stirbst die ganze Zeit. Ja, aber es ist. Passiert halt auch einfach so vor sich hin, ne? Ich meine, die Zeit vergeht echt schnell. Ich komme da nicht mehr rein. Ich hatte da am Anfang auch überhaupt gar keine Probleme mit. Wow, das war ein bisschen geil. Ich habe irgendwie Probleme in dieses Ding reinzukommen. Warum? Oh, bitte sag mir, warum komme ich nicht rein? Da ist denn das einfach zu klein. Sag mal, weißt du, was soll diese Scheiße? Ich heul gleich. Und wein. Ja, das Ding ist, ich würde jetzt einfach gerne nicht noch ein Part anfangen, weil ich gerne jetzt
Ich würde jetzt gerne kochen, weil ich muss auch noch ein bisschen aufrollen. Und ja, ich würde gerne kochen. Ich habe nämlich Hunger und ich will vernünftig essen heute und allgemein immer und so. Und nein! Nein! Und deswegen würde ich einfach gerne das Level schaffen, weil dann zumindest einmal schaffen, damit ich halt so thematischen, auch im Spiel thematischen Abschluss habe. Verstehst du? Verstehst du wahrscheinlich nicht, aber ich komme da nicht mehr rein. Wenn ich da richtig springe, dann schaffe ich es halt, dass ich heule gleich. Eigentlich heule ich jetzt schon, aber ich bin ein Mann, ich darf nicht weinen. Das darf nicht sein. Nein, nein, nein. Hilfe! Waren gerade Menschen im Flur. Hilfe. Nein! Rette dich, Meat Boy. Ja! Nein! Okay. Gut. Machen wir im nächsten Part weiter, weil sonst wird es, glaube ich, zu lang. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Spaß am Meat Boy wieder. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Part wieder. Bis dann, schaut. Tschüss, euer Cornel.